Genossen, ich habe den ehrenvollen Auftrag, euch und allen Angehörigen der Nationalen Volksarmee die herzlichsten, brüderlichsten Kampfesgrüße der Deutschen Demokratischen Republik zu übermitteln. Wie die Dinge liegen, kommen die sozialistischen Staaten nicht umhin, ihre Verteidigungskraft auch künftig stets auf dem erforderlichen Niveau zu halten. Wir sind uns, liebe Genossen, der hohen Verantwortung bewusst, die dabei unsere Deutsche Demokratische Republik an der Nahtstelle der beiden Gesellschaftssysteme, der beiden Militärbündnisse in Europa zu erfüllen hat. Die Angehörigen unserer Streitkräfte müssen jederzeit allen Provokationen des Klassenfeindes begegnen und ihre Heimat zuverlässig schützen. An diesem Auftrag wird sich auch künftig nichts ändern. Ja, hey Leute, gestern war Tag der MVA und aus diesem Anlass habe ich mir gedacht, ich erzähle mal ein paar Storys von meiner Armeezeit. Wobei ich sagen muss, wenn man das so von anderen gehört hat, habe ich ja Armeezeit ziemliches Glück gehabt und eine ruhige, entspannte Zeit verbracht. Ich war Spielschreiber. Deswegen konnte ich mich von allen möglichen Aktionen und Mist zurückhalten. Weil ich fand das letztens irgendwie so ein bisschen ganz interessant. Da habe ich von dem Hiwi, da könnt ihr auch mal reingucken, das ist eigentlich ganz interessante Sachen. Da ist so ein Rettungsdienstfahrer. Was der mal erzählt, ist eigentlich auch immer ganz interessant und lustig. Hauptsächlich erzählt er was von seinen Rettungseinsätzen und sowas. Sind Sachen dabei, müsst ihr mal wirklich reingucken. Du feigst dich manchmal krank, was da passiert oder los ist. Jedenfalls, und der hat aber auch ein paar Storys von seiner Armeezeit erzählt. Das habe ich jetzt mal gehört und so überlegt, könntest du auch mal machen. Ich fand das auch im Vergleich ein bisschen interessant, weil Ost und West, letzten Endes war es genau dasselbe. Ja, ist ja weiterentwickelt dann aus der Wehrmacht, beziehungsweise vorher die deutsche, was wir hießen, das vorher auch Reichsarmee, in Warnung. Wehrmacht hieß es ja dann erst ab Nazis. Jedenfalls sind ja beide Armeen daraus hervorgegangen. Das waren ja dann dieselben Offiziere. Wenn das schon wieder eine Generation weiter war, wo ich dann war. Aber das ist dann schon mal so ein bisschen interessant, so den Vergleich zu hören, dass ich letztens wüsste. Immer noch dasselbe war und wahrscheinlich sich nie allzu viel verändert hat. Außer, dass der einzige Unterschied war eigentlich, im Westen, die hatten abends um 4 Uhr Feierabend, die haben das Objekt zugeschlossen und da war Schluss, da war dann bloß noch, nee, da war glaube ich auch nicht mal ein Pförtner da oder so. Doch, die hatten glaube ich externe Sicherheitsdienste, die da so eine Art Pförtner gemacht haben, beziehungsweise das Objekt bewacht hatten. In der DDR ist eben die ganze Belegschaft da geblieben. Es hatten dann bloß ein paar Leute übers Wochenende Urlaub oder Ausgang gekriegt. Jedenfalls, naja, Grundausbildung, wie gesagt, was der erzählt hat und was wir erzählt haben, das war im Osten wie im Westen wahrscheinlich ähnlich. Wir hatten bei der NVA
Letztes Mal waren das 6 Wochen, glaube ich. Da habe ich 6 oder 8 Wochen hatten wir Grundausbildung. Und da wirst du gestriezt. Es gab keine direkte Schikane oder sowas, aber du bist halt dann halt der junge Strutz und Blitzeranhänger in 150 Metern. oh, Blitzeranhänger in 150 Metern. jetzt haben sie ihn auf der anderen Seite umgesetzt, cool. Du musst es halt sauber machen und hattest allerdings damals zur Grundausbildung die ersten 6, 8 Wochen auch keine Freizeitbeschäftigung oder sowas. Da habe ich mir dann eigentlich auch so ein bisschen das Rauchen angewöhnt, weil das war die einzige Möglichkeit, die wir hatten, mal sich in der Raucherecke zu stellen. Wenn du mal ein bisschen Abwechslung gesucht hast, hast du dich in der Raucherecke gestellt. Und hast mal mit den anderen mal eine Zigarette geraucht oder so. Und da kannst du mir quatschen. Und ansonsten warst du eigentlich ständig dann auch eingebunden. Du hattest eigentlich erst abends um 6 Freizeit und dann musstest du ja um 10 schon wieder ins Bett. Und sauber machen musstest du. Einen hat's mal angeschissen, der musste er verstopft das Klo wieder freimachen. Natürlich mit den Händen und nicht mit irgendwelchen Werkzeug, gab's da nie. Ansonsten war das eigentlich okay. Am Ende von der Grundausbildung hieß es dann aufsetzen. Da kam ich auf dem LKW drauf hinten. Wie das damals noch so üblich und zugelassen war, heute wäre das absolut unding. Da hast du LKW, da hast du rechts und links in Fortrichtung 2 Bänke stehen und in der Mitte auch nochmal 2 Bänke. Und dann saßen da eins, zwei, ich sag mal mindestens 20 Mann da hinten drauf. Und da ging das dann erst zu irgendeiner Kaserne, da musste die Hälfte runter. Und dann hielten wir auch irgendwo an. Da ging es durch eine Schranke durch. Wir haben ja, das war LKW mit Plane. Wir haben ja nichts gesehen. Wir konnten nur ab und zu mal durch den Schlitz von der Plane lunschen. Da sagte sie, wir sind gerade durch eine Schranke durchgefahren und standen so rings um Bäume und 2 große Neubaublocks standen dort. Da dachte ich so ein bisschen, da ist so eine Art Armee-Ferienheim, Pflegeheim. Irgend sowas in der Art, dass wir ja bloß was zu erledigen. Oder dass die da bloß noch was zu erledigen hinbringen oder abholen sollten. Nee, da hieß es absetzen. Wir sind angekommen. Im ZNA Strausberg. Zentrale Nachrichten. Weiß nicht, wie sich das jetzt genau nannte. Im ZNA Strausberg. Dann gab es noch einen geheimen Funkcode dazu, der nannte sich Funkausstellung Wolf. Das war irgendwie so ein geheime Objektbezeichnung oder was auch immer jemand das deuten soll. Hat mich der Spieß eigentlich schon nie so direkt aufgeklärt. War eben immer so, dass ich mich beim bestimmten Klingelton, wir hatten da 2 verschiedene, ach, das war ein 2. Apparat. Wenn der Apparat dann klingelt, muss ich mit Funkausstellung mich ermelden. Jedenfalls, ich jetzt absetzen, du bist ab heute hier Spielschreiber. Das war ein ziemlich kleines Objekt. Wie gesagt, die 2 Neubaublocks, die wir dort gesehen haben. Der eine Block, da ging uns gar nicht an, wir mussten durch die Leute reinlassen, wenn wir Wache standen. Das war wahrscheinlich irgend so ein geheimes Stasi-Objekt. Keine Ahnung, was das genau war. Wurden wir auch nie drüber informiert oder so. Man kannte die Leute dann von denen und hatte auch mal 2 Worte mit ihnen gequatscht. Und wir waren der andere Neubauplatz. Da war halt unten Verwaltung drinne und von den Offizieren die Büros und so. Dann war unten im Erdgeschoss die Küche.
Und mein Büro, da spiele ich um dich. Ja, was muss ich machen? Größtenteils jeden Tag früh die Gefechtsaufteilung. Da ging es darum, wenn jetzt der Ernstfall kommt und wir irgendwo in den Krieg ziehen müssen, da musste ich die Leute sozusagen im Vorfeld einteilen, wer jetzt was macht. Der, was will ich, Gefreite Müller, der fährt mit dem LKW 1 los. Soldat Schulze fährt mit dem LKW 2 los. Sowas musste jeden Tag früh gemacht werden. Habe ich dann teilweise schon Abend gemacht. Da hatte ich dann so ein bisschen mehr Zeit. Und das musste dann raus, wurde dann zum Morgenappell früh mit draußen verlesen. Die anderen mussten dann früh bei Wind und Wetter, auch im Regen, mussten die dann draußen stehen, Morgenappell wahrzumachen. Frühsport, nee, das hatten bloß in der Grundausbildung, Frühsport gab es dann nicht mehr. Ich konnte halt in meinem Büro bleiben, weil ich ja auch andere Sachen, ich musste Urlaubsscheine schreiben. Es war eigentlich nicht so viel, was ich zu tun hatte dort. Es war eigentlich anderthalb Jahre entspanntes Arbeiten dort. Früh gehe ich da halt in dein Büro. Und abends ab um 4 Uhr oder so hatten wir dann Feierabend. Dann durften wir auch so uns an der Wache abmelden. Das war zu DDR-Zeiten in anderen Armeeobjekten war sowas undenkbar. Aber gegenüber war ein großer Armeesportplatz und da durfte man einfach so in Sportklamotten rausgehen und drüben auf den Sportplatz und dort paar Runden joggen oder was du immer drüben wolltest. Und das hat man dann natürlich genutzt, da ist man da rübergegangen, 2 Runden joggen gegangen. Eventuell noch mal schnell irgendwo ein, zwei Bierchen geholt und gut war. Weiterer Vorteil, den ich aufgrund meines Postens da hatte. Wenn jetzt Stubendurchgang war, hat er, was weiß ich, sogar einmal im Monat hat der Spieß dann Stubendurchgang gemacht. Da habe ich mich dann immer gleich ausgeklinkt und habe den Tag Ausgang genommen. Also brauchte ich meinen Spinnen nicht besonders übermäßig aufräumen, war alles okay. Wir waren so ein kleines Nachrichtenobjekt. Die meisten, das waren dann Telefonleute, die waren die Woche über in der ganzen DDR immer auf Montage und haben in verschiedenen Armeeobjekten und überall Telefonanlagen gebaut, repariert und so, wir waren also in der Woche wenig Leute dort. Bloß so die Notbesatzung. Letzten Endes war das immer ganz entspannt, so eine Art Familienbetrieb. Ein großen Chef, der das ja mitgeleitet hatte. Aber der war auch total entspannt. Eigentlich Dienstgrad. Ich war ja bis zum letzten halben Jahr war man Soldat in der DDR. Und das letzte halbe Jahr bist du dann automatisch Befreiter geworden, wenn du nicht ausgefressen hast. Wenn früher der Chef kommt, da habe ich nie, also hätte man eigentlich machen müssen, so und zack. Bei den niederen Offizieren sowieso nie. Also Leutnant, Oberstleutnant und was weiß ich, was das alles sind, habe ich nie mehr so stecken. Da hast du sowieso nicht gegrüßt, da hast du morgen gesagt oder sowas. Und beim Chef, was nur Oberstleutnant war, was er dann doch schon in Rang höher war, der war aber so entspannt, da hast du auch doch Chef so ungefähr sagen können. Na gut, ganz so entspannt nie. Aber was ich normal guten Morgen gesagt, da war. Ja, dann musste ich die Kalaschnikows rausgeben, wenn es mal irgendwie rausging zum Schießen oder so. Einmal sind wir rausgefahren, haben scharf geschossen.
Aber so war ab und zu mal putzen an die Sachen auseinandernehmen, alles ölen und einschmieren und wieder zusammen. Das wurde regelmäßig gemacht. Also die war, glaube ich, auch einmal im Monat. Da musste ich die Knorren rausgeben. Ja, Wäschetausch und so, das musste ich auch organisieren. Da musste ich dann auch die gebrauchte Wäsche einsammeln, in die Wäscherei fahren. Also ich bin dann im Moment mit meinem Zimmergenossen gefahren. Der Daniel war das, wenn dich siehst, hallo. Im Oktober 89, 2 bin ich raus. Ich war EK 89, 2. EK heißt Entlassungskandidat. Also wenn du deine Zeit abgesessen hast bei der Armee. Ja, und dann war meine Aufgabe noch Küchenvertretung. Bei Küchenvertretung habe ich eigentlich auch bloß früh im Spießbüro, ach nee, war ich gar nicht, hat der Chef, glaube ich, das hat er wohl Spieß. Nee, da habe ich mich sogar noch gedrückt. Da hat der Spieß dann die Gefechtseinteilung geschrieben, wer mit welchem Auto fährt und was weiß ich hier, wer wofür zuständig ist, würde jetzt den Krieg aussprechen. Davor habe ich mich dann jetzt ja hochgedrückt und ging in die Küche und musste dann vorbereiten. Nach dem Morgenappell war ja dann Frühstück. Und da musste das Essen fertig sein. Ich hatte dann die Wurst zu portionieren. Wir waren dann so teils 20, teils 30 Leute. Da musste ich für die das Essen portionieren. Auf Teller legen, hier ein Stück Butter, Scheibe von der, Scheibe von der, Scheibe von der Wurst. Eventuell noch ein bisschen Obst oder Gemüse oder irgendwie Paprika. Waldmittel dazu, was so dann da war. Dann, wenn der Koch Urlaub hatte, Urlaub oder Ausgang, musste ich halt den vertreten in der Küche. Und nach dem Frühstück halt die Teller abwaschen und alles. Weil wir hatten da keinen Geschirrspüler oder so. Du musstest dann die 30, 40 Teller und Besteck und alles im Waschbecken abwaschen und Ich nehme den Teller, wasch den Teller, werf den Teller, hand den Teller, der Teller tropft, der Teller trocknet und schon liegt der Zauber wieder da. Und ich nehme den Teller, wasch den Teller, werf den Teller, hand den Teller, der Teller tropft, der Teller trocknet und schon liegt der Zauber wieder da. Na, was ist? Komm, mach mit, du stellst dich hier und ich hier, dann sind wir vier. Eins und los! Und ich nehm den Teller, wasch den Teller, werf den Teller, fang den Teller, der Teller tropft, der Teller trocknet und schon liegt der Sommer wieder da. Und ich nehm den Teller, wasch den Teller, werf den Teller, fang den Teller, der Teller tropft, der Teller trocknet und schon liegt der Sommer wieder da. Und ich nehm den Teller, wasch den Teller, werf den Teller, fang den Teller, der Teller tropft, der Teller trocknet und schon liegt der Sommer wieder da. Und ich nehm den Teller, wasch den Teller, werf den Teller, fang den Teller, der Teller tropft, der Teller trocknet und schon Und ich nehm den Teller, wasch den Teller, werf den Teller, fang den Teller und der Teller tropft, der Teller trocknet. Und schon liegt der Teller wieder da. Und ich nehme den Teller oder einen anderen Teller, wasch das Ding und trockne den Teller. Und schon liegt der trockene Teller da. Ich nehme einen Teller, wasch den Teller ab, trockne ihn und leg ihn sauber wieder hin. Wenn das alles fertig war, ging das dann, bin ich auch wieder mit dem Daniel, meinem Zimmergenossen, sind wir zusammen nach Strausberg reingefahren, in die Stadt. Wir lagen so am Rande der Stadt, Vorstadt, Südvorstadt, oder wie das hieß. Ist ja egal. Jedenfalls in Strausberg. Das Objekt gibt's noch. Da sind jetzt Wohnhäuser, Einzimmerwohnungen, sowas in der Art drin.
Jedenfalls bin ich da mit dem Daniel nach Strausberg reingefahren. In die große Kaserne, wie die dort war. Strausberg war ein Ort, da war eine Kaserne an der anderen. Und in der einen am anderen Ende von der Stadt mussten wir dort Essen dann holen. Da haben wir dann so ein paar Kübel Essen geholt. Musste ich um 12 Uhr dann das Essen verteilen. So, nachmittag der ganze Spaß von vorne mit Aufwaschen und wegräumen und das übrig gebliebene Essen in die Tonne hauen und was will ich. Wenn das alles fertig war, was ich erzählen wollte, da eine Koch vor vielen Jahren hat das mal irgendjemand eingeführt, noch lange vor meiner Zeit. Da wurde aus den Essensresten gerade Frühstück von der Wurst. Wenn die gut wirtschaftet, bleibt genug übrig und die Leute sind trotzdem satt geworden. Wurde dann von den Restern Gelenke gekocht. Und eine Sache, die wir auch manchmal zum Frühstück zusätzlich gemacht haben, Puddingsuppe als Frühstück. Puddingpulver und Milch aufgekocht. Eine neue Sache und die Leute haben sich gefreut, dass es mal was anderes gibt. Und irgendwann war der Abendbrot, da war es dasselbe wie zum Frühstück. Du portionierst die Wurst und Zeug. Und wie gesagt, ich habe es ja lange gemacht. Da haben sie sich immer gefreut. Die gab es ja dann auch dazu. Wir konnten jederzeit aus dem Objekt raus in Sportklamotten gegenüber joggen gehen. Da habe ich mich zum Feierabend, gerade im Sommer, wenn das schön warm war, bin ich gerne mal das Objekt von in Kilometer, anderthalb Kilometer groß, am anderen Ende wieder rausgegangen. Und dann war ich noch kurze Stücke, da war ich dann an so einem See rausgekommen. Da bin ich dann meistens nach Feierabend noch mal eine kleine Runde schwimmen gegangen, mal 20 Minuten in die Sonne gelegt oder so, hatte ich eigentlich trotzdem eine schöne Zeit. Nur, dass du nicht zu Hause bist. Ich hänge eigentlich ein bisschen an Dresden und Umgebung. Insofern, das fand ich nicht so gut. Dadurch, dass wir so ein kleines Objekt waren, waren ja auch wenig Offiziere da. Und die Offiziere, die da waren, die mussten ja die Woche über, sind die ja dann mit ihren Bautrupps dann durchgefahren, Telefonanlagen bauen. Wir waren die Woche über wenig Leute im Objekt bloß. Halt bloß die Stammbesatzung. 2, 3, 4 Soldaten, ein Unteroffizier. Das heißt, es saßen nur 2 Leute in der Wache, weil nicht mehr da waren. Und die anderen 2 Leute oder einer hat sich dann den ganzen Tag in dem Objekt rumgetrieben. Hast du dann halt gelesen, Punk gesehen. Oder ja, Billard spielen war alleine blöde. Wir hatten einen Billardtisch da gehabt. Eigentlich wollte ich ja bloß ein paar lustige Storys erzählen. Ich fange mal mit dem tollen, ausgeklügelten System an. Wir hatten ja nur in Strausberg, Nähe von Berlin, hatten wir Westfernsehen. Abends im Fernsehraum, das war kein Problem. Es war okay Problem, also ich habe da, wenn wir mittags Essen geholt haben, habe ich dann meistens auch ein bisschen Bier mitgebracht oder so. Einige Leute haben dann gesagt, bring mir mal 2 Flaschen mit oder sowas und da hast du halt ein bisschen Bier mit reingebracht. Dadurch, dass dann auch niemand weiter im Objekt war, dass wir unter uns waren, haben wir gemütlich abends im Fernsehraum gesessen und dazu 1, 2 Bier getrunken, was natürlich streng verboten war. Westfernsehen durften wir nicht gucken und Bier trinken im Objekt schon gar nicht. Wir saßen ja die Woche über, beziehungsweise wenn Offiziere da waren, da hatten wir auch ein paar blöde Hunde, die ganz schön ihren Dienst ganz schön ernst genommen haben. Da saß dann meistens, also wurde dann meistens bloß unser Dienstverpflichtet, der in der Wache sitzt. Da musste ja in der Regel auch ein höherer Offizier mit drinnen sitzen. Nur wurde die Regelung manchmal außer Kraft gesetzt, weil halt keine Leute da waren. Der Offizier geht natürlich dann auch
abends mehrfach auf Runde, Objektrundgang, also gucken mal, ob Zaun alles in Ordnung ist, gucken, ob in den Zimmern alles okay ist, aufpassen, dass keiner Westfernsehen guckt und alles dünne Sachen. Und da hatten wir ein ganz, ganz ausgeklügeltes Alarmsystem. In der Wache saßen, wie gesagt, in der Regel ein Soldat, ein Unteroffizier und ein Offizier. So, der Soldat und der Unteroffizier wussten, dass die Leute Westfernsehen gucken. Die hatten einen Ausgang von der Wache, vorne raus, wo man dann Wache steht mit dem Gewehr. Wenn die Leute früh kommen, wenn die Leute abends gehen zum Feierabend, musste man dann mit dem Gewehr immer draußen stehen und alle reinlassen, beziehungsweise notfalls ihn festhalten. Ist aber nie vorgekommen. Letzten Endes, man kannte alle fünf Seen. Und wenn du ihn nie gekannt hast, hast du ihn trotzdem durchgelassen. Als Soldat und Unteroffizier, die wussten, Leute sehen fern, müssen wir vorne rausgehen, wo du rausgehst, zum Wache stehen. Und dann gab es noch einen zweiten Eingang, der direkt ins Hauptgebäude ging. Und der Offizier, der ging natürlich dort den kürzesten Weg. Und sobald er die Türe aufmachte, klingelte es im Fernsehraum. Da wusstest du, ah, Rundgang, DDR-Sender einstellen, Bier verstecken, gut ist. War manchmal ganz lustig, wenn da unten reinkommt, dann der ganze Fernsehraum voll, weil irgendwo ein guter Film im Westen lief. Aber als der reinguckte, läuft Karl Eduard von Schnitzler. Eine andere Sache, die ich mal hatte, die nicht so gut war: Der Koch hat sich eine gute Stereoanlage in die Küche mitgebracht. Und ich hatte wieder mal Küchenvertretung. Sonntagnachmittag oder so beim Aufwaschen kommt plötzlich Offizier bei mir rein in die Küche. Ich natürlich irgendeinen Westländer eingehabt. Gut, RIAS brachte, glaube ich, keine Werbung. Ich hatte irgendeinen anderen Sender. Jedenfalls, der Koffi-Offizier kommt rein, redet mit mir um irgendwas. Der wollte irgendwas haben oder irgendwas planen für irgendeine Aktion, wo die belegte Brötchen haben wollten oder was auch immer. Ich weiß es gar nicht mehr, was da war. Redet mit mir. Und in dem Moment, oder kamen die Glocken offen? Nee, das war um 12 Uhr, da war Mittag, wenn die Glocken auf dem RIAS kamen. Das war irgendeine, jedenfalls kam Werbung. Da redet mit mir, ich noch so zum Radio geschielt und überlegt, Scheiße, hoffentlich kommt jetzt keine Werbung. Aber prompt war es dann soweit. Der zog den Stecker aus dem Radio, nahm das Radio dann mit. Gut war. Musste ich dann am Montag beim Chef antanzen. Und ja, hier, ja, diesmal dann doch mit Meldung. Zumindest habe ich es dann mit Meldung gemacht. Genosse Oberstleutnant, Soldat Körner, ich muss mich entschuldigen. Oder so in der Sache. Ich habe das, weil die Sender, ich habe dann irgendwie, wollte dann noch ausholen. Die Radios bei der Armee mussten mir markieren, wo DDR-Sender, wo Westsender. Also DDR-Sender musste irgendwie auf der Skala mal hier notiert sein, dass du sozusagen gleich am Zeiger siehst, wo steht der Zeiger, ist das DDR-Sender, gut ist. Und da stand ja natürlich, weil da ich Westen gehört habe, nie übereinander. Aber ich glaube, der war nie weit weg oder so, da hätte ich dann noch so versuchen können, mich rauszureden. Gucken Sie mal hier, wenn ich hier kleines Müh drehe, dann habe ich einen Westen. Aber der hat dann abgewunken. So nach dem Motto, ich weiß doch, wie es läuft und du weißt auch. Und nimm das Ding wieder mit runter und gut ist. Ich habe es dem Koch dann gebeichtet, aber ja, es war ja schon wieder da, alles okay. Eine weitere lustige Sache, die ich da hatte,
Ich hatte dann mal irgendwie Zahnschmerzen. Ich musste zum Zahnarzt. Und da musste ich auch in das große Objekt, wo wir immer Mittag geholt haben. Und diesmal ja nie mit dem Kollegen hier, der mich fährt, sondern da musste ich mit der S-Bahn rüberfahren. Das war eine oder zwei Haltestellen mit der S-Bahn. Und dann musstest du noch circa, ich sag mal, Kilometer war das bestimmt, den du dann noch laufen musstest. Und läufst da, das war ein riesengroßes Objekt, da läufst du bestimmt 10 Minuten am Zaun von dem Objekt lang, bis dann der Eingang kommt. Und ich laufe da so lang und da kommt so ein jüngerer als Soldat damals, wenn du bloß anderthalb Jahre gehen wolltest, haben sie dich auch so sehr spät gezogen. Wer sich jetzt verpflichtet hat, für 3 Jahre zu gehen, der kam dann gleich mit 18, 19 nach der Lehre zur Armee. Als einfacher Soldat mit anderthalb Jahren haben sie dich irgendwann so auf den letzten Drücker gezogen. Ich bin ja dann erst mit 25, 26 dann bei der Armee gewesen. Da kam mir so ein junger Sprutz entgegen, der so wahrscheinlich frisch vom Offiziersstudium zurückkam. Das war das einzige Mal, wo so eine Art Schikane bald kommen sollte, das ich erlebt habe. Ich lief natürlich vorbei, da hatte ich sowieso Zahnschmerzen, schlechte Laune und da ging es nicht besonders und was weiß ich. Und bei so einem grünen, kleinen Jungen, da stehe ich dann hier stramm. Und dann guckst du bloß mal so hin, nickst oder grinst ihn irgendwie blöd an und könnte ich, weißt du. Hat eigentlich, wenn du so irgendwo mal gewesen bist, nie ein Problem gewesen, auch in anderen Effekten oder sowas. Und der wollte unbedingt gegrüßt werden. Und kaum, dass der an mir vorbei war, genosse Soldat, bleiben Sie mal stehen. Und ich so, ja, warum grüßen Sie nicht? Entschuldigung, ich habe Zahnschmerzen und habe ich mich nie rausgeredet. Ich habe irgendwie was angesetzt, irgendwie was von mich hingenuselt, was weiß ich. So genau weiß ich das heute auch nicht mehr. Und wie man das so aus Geschichten manchmal mal kannte, wollte der wahrscheinlich dann anfangen, mit mir das Ganze nochmal zu wiederholen. Der fing so an, so, dann üben wir das jetzt nochmal. Also, dann üb. Also, der wollte wahrscheinlich dann so sagen, so, das üben wir jetzt nochmal. Und fing so damit an und sagte, so, das üb. Dann überlegte er sich, wo komme ich denn eigentlich her? Und ich saß vom ZNA. Dann grinste er mich an und sagte, gehen Sie weiter. Wir waren wahrscheinlich sowieso bekannt für eine ziemlich lasche Truppe. Das soll es erstmal ganz kurz gewesen sein. Ich werde dann noch ein oder zwei Folgen darüber machen und noch ein bisschen was erzählen. Jetzt habe ich schon ziemlich viel gequatscht. Die ganze Heimfahrt über, ich fahre so ungefähr 25 Minuten. Und jetzt habe ich da bestimmt hier auch nochmal 20 Minuten drauf gequatscht. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Jedenfalls in diesem Sinne, erstmal ciao.